Yo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Der Presale von Putlana ist zu Ende und nun ist er an den dezentralen Börsen, also an den DEX, gelistet. Und für viele dürfte es ein riesengroßer Schock sein, denn er wurde gehypt, als wäre dieser große neue Star auf dem Meme-Token-Parkett und nun alles andere als Star. Im Gegenteil, eher eine Sternschnuppe, eher ein Komet, der mit irrsinniger Geschwindigkeit auf die Erde zurast, sprich gegen Null zu gehen droht. Minus 46,92% in den letzten 24 Stunden ist natürlich Horror. Hier an der Stelle eine kleine Info. Auf meinem Kanal mache ich immer wieder Videos, um andere Leute zu warnen. Warum? Ich denke antizyklisch, die meisten YouTuber, die wollen Videos machen, um Sensation, Geilheit zu schüren, um bestimmte Token, die keinen intrinsischen Wert haben, zu dem Nonplusultra hochzuheben. Ich dagegen habe mich entschieden, gegen den Strom zu schwimmen, wie ein Lachs vor dem Laichen und möchte dementsprechend dann hier Scams aufdecken. Ich habe hier zum Beispiel schon 3 Tage vor dem Start geschrieben: Finger weg von Wiener AI, Finger weg von Blockdeck, Putlana oder von Playdoge. Alle Scams. Ich sag's dir immer und immer wieder, die Masche ist immer die gleiche. Und gerade als blutiger Anfänger hast du hier viel, viel mehr Chance, Geld zu verlieren als zu gewinnen. Die, wo ein bisschen Erfahrung haben, die können vielleicht ein bisschen gewinnen. Und die, wo natürlich am meisten Geld machen, das sind die, wo mit den ganzen Leuten im Hintergrund unter einer Decke stehen. Das heißt, die, wo dafür Werbung machen, das Entwicklerteam natürlich. Und aber auch die, wo gute Bots haben, wo am Anfang dann eben schön reingehen können mit Frontrunning-Bots, um sich die Taschen zu füllen. Alle anderen werden verlieren. Natürlich wird der ein oder andere hier und da mal ein Körnchen finden und denken: Boah, geil, ne, ich kann's. Und er wird im nächsten Mal wieder reingehen. Vielleicht hat er nochmal Glück, aber langfristig wird er damit verlieren. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Wir gucken uns vielleicht mal ganz kurz den Chart an. Ich zeige dir hier auf Deckscreener, worauf es ankommt, wo du immer drauf schauen musst. Was hier die Interessante ist, ist natürlich immer, wie hier gespielt wird. Ne? Die sagen hier zum Beispiel im Presale: Yay, wir haben 15 Millionen oder 25 Millionen Dollar eingecashed. In Wirklichkeit ist es die Market Cap. Die Market Cap ist frei erfunden sozusagen. Denn wichtig ist hier die Liquidität und die Proportion von der Liquidität zur Market Cap. In dem Fall, wenn du jetzt eben siehst, okay, 12,2 Millionen, aber nur 104.000, dann ist es natürlich schon ziemlich krass, wie groß der Unterschied da ist. Das heißt, hier wird natürlich gespielt. Du denkst, boah, 12 Millionen, der Token ist schon riesengroß, dabei ist es einfach nur 104.000 jetzt gerade. Das hier ist im Meme-Coin-Bereich, Meme-Token-Bereich einfach irrsinnig klein. Das ist nicht der Rede wert, muss man schon so sagen. Und deswegen wird hier schon definitiv gespielt. Das ist so das erste Alarmsignal. Gut ist natürlich, dass hier die Liquidität zu knapp 100% gelockt ist. Das heißt, hier wird es keinen Rugpull im Sinne dessen geben, dass die Leute sich die Liquidität abziehen. Worauf man allerdings natürlich immer aufpassen muss: Es gibt hier 4.224 Maker, also Leute, die Token halten. Man weiß natürlich nicht, wer sind die ganzen Leute, sind vielleicht vom Entwickler Team selbst schon 3.500 Leute dabei, die alle auf einen Schlag verkaufen könnten, um sich die Taschen zu füllen. Wenn wir uns jetzt mal den Chart hier angucken, dann sehen wir natürlich hier, dass das richtig in die Binsen gegangen ist. Hier gab es auch gar nicht irgendwie so ein Push und dann also so ein Pump and Dump. Warum? Ja, ganz einfach, weil hier vorher schon erkannt worden ist von den Leuten: Ey, hoppla, Moment mal, also ja, da wird wahrscheinlich eh nichts gehen. Man muss hier schnell verkaufen. Wer jetzt natürlich im Presale klug war oder vermeintlich klug war und dachte: Ey, geil, ich gehe ins Staking rein, dann kriege ich vielleicht noch 20%, 25%. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Ist im Endeffekt das Dümmste, was du machen kannst. Das ist, als würdest du mit Vollgas auf der Autobahn sein und eine Lenkradsperre reinmachen. Dann kannst du nämlich nicht mehr bei Eventualitäten reagieren. Genau das ist hier das Prinzip beim Staking eben. Staking heißt, du gibst die Möglichkeit ab, deine Liquidität quasi, ja, zu liquidieren, das heißt eben an dein Geld zu kommen, und dann fällt hier alles und du schaust ohnmachtsartig zu. Jetzt ist allerdings so, es wird, habe ich jetzt auf der offiziellen Seite gelesen, ein Max-C-Start geplant. Und zwar habe ich die Info
von der offiziellen Homepage, da heißt es jetzt hier, am 19. August soll es bei MACC, also einer großen zentralen Börse, um 12 Uhr ein Listing geben. Und das zweite CEX-Listing, wobei da jetzt nicht steht, wo, soll es am 23. geben. Jetzt kann man darauf spekulieren, dass natürlich jetzt alles um 50% gefallen ist und dass jetzt gerade vielleicht bei einem Listing neue Leute kommen, vielleicht sogar am Anfang Bots reinkommen, um dann eben durch Sniping-Bots versuchen, hier schön was mitzunehmen. Und vielleicht hat man die Chance, dann auch mitzunehmen. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel Listingspreis bei Radium Vorverkauf war 6 Cent und jetzt ist die Scheiße schon unter 2 Cent gefallen. Es ist halt einfach so, im Endeffekt, hier unten steht es auf dem Präsentierteller, die Werbeanzeigen, wo hier unten so kommen. Merk dir eins, hör auf meine Worte, du wirst viel Geld sparen. Unten, diese Daten, die hier kommen, diese Seiten. Ich sage nichts Schlechtes gegen die Seite. Diese Seite verdienen allerdings Geld dadurch, dass sie Werbung machen. Sie haften nicht für die Werbung, sie nehmen einfach Geld hin und sagen, hey, hier, mach deine eigenen Recherchen. Und die Art, die eben hier, wie die Reichweite dann genutzt wird, wo vor allem Anfänger sind, führt dann dazu eben, dass dann eben der Token noch und nöcher gekauft wird und alle die letzten wahrscheinlich 1000 Token, die auf den Seiten hier angeworben worden sind, sind alle in die Binsen gegangen. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Hier ein Beispiel, wir geben jetzt einfach nur ein Podlana und wir sehen dann schon, okay, hier steht zum Beispiel, meintest du Pudel Ino, das war so ein anderer Scam. Das Prinzip ist immer gleiche bei den Seiten, ob das jetzt hier irgendwann mal Tamagotchi war vor 2 Jahren oder was jetzt aktuell war, was Wiener AI oder ob es Slothana war oder ob es Dogeverse war, da Bitcoin 2.0 oder Dogeverse, alles der gleiche Scheiß. Mit Glück gibt es einen Pump and Dump und du bist beim Pump drin, verkaufst und weg. Aber gerade blutige Anfänger werden hier das nicht zu ausnutzen, zu wissen und langfristig damit verlieren. Deswegen musst du dir klar sein. Hier schauen wir einfach mal an, mit was für Tricks hier gearbeitet wird. Und ich sage es nochmal, das sind jetzt nicht die Seiten, die das hier machen. Die Seiten haben meiner Meinung halt nur eine Mitschuld, weil die halt einfach jeden Scheiß hier posten. Hier zum Beispiel Vorverkauf schließt schon 7,1 Millionen Dollar eingenommen. Du denkst, boah, das ist der Kassenschlager, da willst du rein. Bullshit. Wir haben gesehen, 7,1 Millionen Dollar, das hat ja jetzt gerade beim Start eine eine Liquidität gehabt von 300.000. Ja? Also Bullshit, was hier steht. Das ist einfach nur erlogen und da hast du quasi die Market Cap ist 100 mal höher als die Liquidität. Also zu dem Zeitpunkt waren es vielleicht 70.000 und die geben an 7 Millionen. Okay, nur noch kurze Zeit erhältlich, da machen sie Druck auf dich, dass du es kaufen sollst. Hier endet mit fast sofortigen Notierung auf Radium, Vorverkauf und du siehst hier, wie viel bei dem Token, wie viel Herzblut oder wie viel in der Marketing investiert wird, dass der Token da groß und breit in die Runde gehen soll. Das Problem ist bei den Token, wenn du einen Meme-Token hast, dann willst du eine Community. Community ist King. Wenn du eine Community willst, dann brauchst du Gruppen, zum Beispiel auf Reddit, auf Telegram, auf irgendwas. Aber das Einzige, was es hier gibt, ist die Homepage und X, also Twitter. Und dann machen die Werbung auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen Sprachen. Hier geht es nur darum, schnell groß Reichweite zu bekommen, die Kohle einzunehmen und dann sofort zu dumpen und ab ins nächste Projekt. Das ist 100% Scam, immer wieder die gleiche Scheiße. Hier schauen wir es an. Hier wieder nähert sich 8 Millionen, schon 6,6 Millionen. Wenn ich jetzt angeben würde, zum Beispiel die Prognose, dann würde ich darauf wetten, dass die 2024 bis 2030 dir die Prognose nennen. Das ist so ein Bullshit. Du kannst von einem Meme-Token, der noch im Presale ist, keine Prognose abgeben. Das wird aber hier gemacht. Hier gibt es vielleicht eine Prognose, Preisprognose vor einer Woche Vorverkauf. Na, warte mal. Prognose. Putlana Prognose. Vielleicht kann man es auf Englisch machen. Price Prediction. Price Prediction. Hier, Putlana Price Prediction Guide vor 2 Wochen. Geben die dir eine Anzeige bis 2030. Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Ich meine, jeder, wo ein bisschen Krebs hat, der wird natürlich wissen, was das hier für ein Schwachsinn. Hier geben sie dir an, den gab es für 6 Cent im Presale, dass du bis potenziell 24 Cent im Jahr kriegen kannst. Durchschnittspreis 8 Cent sein wird und 2030 soll der Scheiß auf bis zu 1,14 gehen. Also erstens mal, wie willst du bei einem Presale wissen, wo später der Preis ist bei einem Token, der keinen intrinsischen Wert hat? Das ist absolut unvorhersehbar und dann geben sie dir irgendeine Preisspanne an,
Absolut Bullshit. Absolut Bullshit. Das ist natürlich mutmaßlich die Wissen der Token. Der wird Ende des Jahres schon gegen Null gehen. Das heißt, das ist alles nur Fake. Und wenn du dann natürlich auf den Seiten bist, schreiben die wahrscheinlich unten, wir übernehmen überhaupt keine Haftung. Das ist ja alles nur bezahlt worden. Und das ist eben die Perfidie, die dahinter steckt. Und das jetzt ist hier, ist Putlana. Es gibt da natürlich noch mehrere. Ich habe auch schon Videos gemacht, auf was es noch ankommt. Ne? Ich weiß nicht, irgendwo steht es bestimmt, dass es da eben, dass sie nicht haften dafür. Aber es ist ja scheißegal, ob sie haften dafür oder nicht. Ich meine, du kommst an deine Kohle nie wieder dran, das ist dies weg. Punkt. Eine andere Scheiße ist natürlich, wenn du dann auf Telegram gehst, gibt es irrsinnig viele Gruppen. Die Leute kommen rein, denken eine offizielle Gruppe. Wir haben ja gesehen, auf der offiziellen Homepage ist nicht mal eine offizielle Gruppe von Telegram bekannt gegeben worden. Jetzt gehst du in eine x-beliebige Gruppe rein. Scheißegal, wo du reingehst, und es ist zu 100.000% Scam. Das Problem ist da einfach, dass das Prinzip das gleiche ist. Unerfahrene Leute gehen rein und denken, ja, hier sind doch schon 43.000 Mitglieder, das ist safe, haben aber keine Ahnung, dass es natürlich gekaufte, gefakte Mitglieder sind. Scammer erkennt man ganz leicht, weil Scammer verdienen nur, wenn Dumme bzw. Unerfahrene bezahlen. Aber die meisten bezahlen nicht einfach so. Du musst denen was anbieten, einfach eine sogenannte Call to Action geben. Das kann sein, dass man sagt, hier, klick auf die Seite, lad dir was runter, oder ein angeblicher Support schickt dir was, das heißt Supports, die würden dich nie anschreiben, und wenn du was schickst, sofort blockieren. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Wir gehen da rein, du musst irgendwas rectifizieren oder rectification, keine Ahnung, was das ist. Du kannst einen Airdrop claimen hier, staken, unstaken, alles, was du hier siehst, das ist irgendwelche Nigerianer, Russen-Scam oder egal, woher kommt. Ja, vielleicht kommt es auch irgendwo aus Bielefeld. Scheiß drauf. Alles ist zu 100.000% Scam. Und das muss dir halt klar sein. Und ja, was ich hier wirklich nur dich bitten kann, wenn du dazu Fragen hast, komm in die Gruppe rein von Finanzfüchsle, die ist unten in der Videobeschreibung geschrieben. Lass dem Video wirklich ein Like da und abonniere den Kanal, auch um andere zu warnen, weil mein Ziel ist es wirklich, andere zu warnen vor diesen dreckigen Scammern, um da einfach denen irgendwann ein Chaos zu machen, dass es funktioniert schon seit Jahren, dieses Prinzip. Und das Problem sind natürlich auch die YouTuber, die dahinter stecken. Ja, guck dir diese Leute an, die machen sich die Taschen voll, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich will dir eins dazu sagen, wenn ein YouTuber verdient, dazu gehöre ich ja auch zu den YouTuber und ich verdiene auch hier und da, und YouTuber verdienen nicht schlecht, muss man dazu sagen. Krypto-Influencer sind die bestverdienenden Influencer auf dem ganzen Bereich. Was Besseres kannst du nicht vorstellen. Aber das Problem ist natürlich, wenn dann so Leute reinkommen und dann auch noch reinschreiben, Rich, was soll das? Ja? Wie viele Tausende, Zehntausende bekommen dafür das Video und zieht die Leute so massiv in die Scheiße? Und das geht halt echt gar nicht. Und das ist meiner Meinung nach ein Grund, ja, wo ich dann natürlich ein kleiner Tropfen bin, auf der dann natürlich gegen eine riesige Masse von einem Tsunami von Influencern ankämpfe, die da natürlich sich nur bereichern wollen an ihrer Community. Ja. Ich natürlich bekomme da auch Drohungen, wenn ich so Videos mache, ganz klar. Leute schreiben mir, ey, du kannst das nicht machen, oder anonym schicken dir dann irgendwie Morddrohungen. Das habe ich auch schon 3-4 Mal erlebt jetzt in meinen letzten 3 Jahren. Also ist halt ein gefährlicher Space, und die Leute, die halt so Token machen, die gehen natürlich auch über Leichen. Also ich rede nicht von den Influencer, die sind vielleicht ahnungslos. Ich rede von den Machern hinten dran. Da stecken vielleicht Kartelle, man weiß es nicht. Vielleicht sind das auch irgendwelche einfach nur russische Schoolboys. Vielleicht sind es aber auch wirklich irgendwelche Mafia-Clane. Keine Ahnung. Ich weiß es von erster Hand, definitiv. Als ich in Honduras war, da gibt es die Maras. Und ich weiß, dass da ein Teil von denen auch Kohle machen, eben durch so gefakte Projekte. Und du willst es halt mit so Leuten nicht verscherzen, aber ich finde es halt No-Go, seine eigene Community zu verkaufen. Und wenn dann halt noch sowas kommt, gibt es hier das nächste 100x, und dann gehst du halt rein, schaust dir diesen Pablo als Beispiel an, und dann siehst du, okay, pass mal auf, das macht er bei jedem Token, er verdient sich dumm und dämlich, seine Leute gehen rein, und dann am nächsten Tag ist das Video weg. Das ist immer die gleiche Masche, fall bitte nicht drauf rein.